Du verstehst nicht, was sie sagt, aber ihren gefletschten Zähnen und dem Schweiß auf ihrer Stirn nach zu urteilen, ist es ein Albtraum. Wach auf, Manea. Sie schießt brüllend hoch und greift nach ihrer Waffe. Sie niederschlagen, ganz ruhig, du bist in Sicherheit. Was habe ich? Ihr Blick huscht umher, bleibt jedoch schließlich an dir haften. Sie verzieht das Gesicht und blickt weg. Sie wischt sich das Gesicht ab. Oh, sorry. I must have been dreaming. Tut mir leid, ich habe wohl geträumt. Sie legt sich wieder hin und wendet sich von dir ab. Es ist nicht zu übersehen, dass sie sich große Mühe gibt, deinen Blick auszuweichen. Was hast du geträumt? No, it's nothing. Sorry, I shouldn't have bothered you. Es ist nichts. Tut mir leid, ich hätte dich nicht damit belasten sollen. Sie zieht sich die Decke über ihre Schultern. Sag mir einfach, was los ist. Du belastest mich nicht, aber irgendetwas belastet ganz offensichtlich dich. Ich möchte dir helfen. Heraus mit der Sprache. Jetzt sind wir beide schon wach, also können wir darüber reden. Die anderen schlafen noch. Wir reden leise. Geh wieder schlafen. Nehmen wir die zwei. Sie schweigt lange Zeit. Es scheint, als wäre sie schon wieder eingeschlafen, aber dann seufzt sie. You told me about your awakening. Du hast mir von deiner Erweckung erzählt. Wann denn? Sahua rührt sich, Manea wartet leise, bis Sahua sich rumdreht und wieder tief und gleichmäßig atmet. I guess I've had a similar problem. Ich hatte ein ähnliches Problem. There's something I remember from a former life. Happened hundreds of years ago, but I remember it like it was yesterday. Ich erinnere mich an etwas aus meinem früheren Leben. Es ist vor hunderten von Jahren passiert, aber ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Wie hast du dich daran erinnert? Happened while I was fighting in Old Valia 20 years ago. My unit was camped out in the palace we'd just taken. Es geschah, als ich vor 20 Jahren in Alt-Vailia gekämpft habe. Meine Einheit kampierte in dem Palast, den wir gerade erobert hatten. The others were roasting the last of the Marchesos pigs in the feast hall. So, I went to the wine cellars to fetch a few bottles. Die anderen waren gerade dabei, die letzten Schweine der Marceros im Festsaal zu braten. Also bin ich in den Weinkeller gegangen, um ein paar Flaschen zu holen. Ich hoffe, sie meint echte Schweine und nicht die armen Schweine, die sie geköpft haben. Sie verknotet ihre Finger. I don't know how long she'd been hiding there, but there was this old woman. Must have been one of the servants. Ich weiß nicht, wie lange sie sich dort versteckt gehalten hat, aber da war eine alte Frau, muss wohl zur Dienerschaft gehört haben. Ihre Hände ballen sich zu Fäusten. She had this wild look in her eyes. I approached her and tried to tell her not to be afraid, that she was safe. Sie hatte so einen wilden Blick in den Augen. Ich ging zu ihr und wollte ihr sagen, dass sie keine Angst zu haben braucht, dass sie in Sicherheit ist. Marina steckt die Hand aus, sie durchlebt die Erinnerung. She screamed and grabbed my arm. Sie hat geschrien und mich am Arm gepackt. Sie schließt ihre Augen. It felt like someone had hit me in the back of my head. I blacked out for a few minutes. And when I came to, she was gone. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand auf den Hinterkopf gehauen. Ich war ein paar Minuten bewusstlos und als ich wieder aufwachte, war sie fort. Und weiter? I took a few bottles up with me. Feasted with the rest of the troops. But when I went to bunk, I had a dream. Ich habe ein paar Flaschen mit hochgenommen, mit dem Rest der Truppe gegessen, aber als ich schlafen ging, hatte ich einen Traum. Sie schaudert. Only it was more vivid than any dream I've ever had. I tasted the sweat on my lips, felt the jungle air on my skin, heard the cries. Nur war dieser Traum lebendiger als alle, die ich zuvor hatte. Ich konnte den Schweiß auf meinen Lippen schmecken, die Urwaldluft auf meiner Haut spüren, die Schreie hören. Sie hält inne und schluckt. Sie schüttelt den Kopf. Was ist mit der alten Frau? I asked the other troops. None of them had seen her. Ich habe die anderen Truppen gefragt. Keiner hat sie gesehen. Anyway, I laid off the drink for several days, but I kept having the dream. After a few weeks, I thought a change of scenery might do me good. Jedenfalls habe ich ein paar Tage nichts getrunken, aber der Traum kam immer wieder. Nach einigen Wochen dachte ich, ein Tapetenwechsel würde mir gut tun. Since then, I've been a pirate in the Deadfire, a pilgrim in the White that Wends. An adventurer in the living lands and a gift bearer in a Ashamadal. Seitdem war ich Pirat im Todesfeuerarchipel, Pilgerin im ewigen Weiß, Abenteurerin im Land der Lebenden und Gabenbringerin in Ixamitl. Sie lächelt dich, rede dich reumütig an. Was ist das für eine Erinnerung? It's something terrible I did a long time ago and as a different person. But I remember it more clearly than anything. Es ist was Schreckliches, was ich getan habe. Vor langer Zeit und als eine andere Person. Aber ich erinnere mich ganz deutlich daran. Und was jetzt? I told you I was looking for the Abbey of the Fallen Moon, so I could leave something behind. Ich habe dir gesagt, dass ich nach der Abtei des gefallenen Mondes suche, um etwas hinter mir zu lassen. There's a pool there. The salt well. It's where gift-bearers leave the heaviest burdens. Es gibt dort ein Becken, den Salzbrunnen. Dort liegen Gabenbringer die schwersten aller Lasten ab. Sie hält inne. It's said that a person can enter it. And leave their own memories behind.
Abgängig kann man das Becken betreten und seine eigene Erinnerung zurücklassen. Sie hat einen abwesenden, hungrigen Blick in den Augen. Und du willst diese Erinnerung, die dich plagt, im Salzbrunnen zurücklassen. Was ist, wenn du mehr verlierst, als du beabsichtigst? Ich will dich etwas fragen. Schlafen wir ein wenig. Wir haben viel zu tun. Nehmen wir die zwei. At this point, I'd gladly give up all my memories, if that's what it takes for peace in this life and the next. Sie lacht. Ich würde inzwischen bereitwillig all meine Erinnerungen aufgeben, wenn das nötig ist, um diesem und dem nächsten Leben Frieden zu haben. Und du willst diese Erinnerung, die dich plagt, im Salzbrunnen zurücklassen? That's the plan. Das ist der Plan. Ich will dich etwas fragen. Was hast du für mich? Wie bist du in Stalwart gelandet? Die anderen Gabenbringer haben mir gesagt, dass Stalwart in der Nähe der Abtei liegt und mir geraten, ich in der Stadt nach dem Weg zu fragen. So heißen die anderen Grabbringer wissen nicht, wo die Abtei liegt. Du bist gerade nicht passend gekleidet für das Wetter. Nehmen wir die Eins. Wie schon gesagt, sie ist eine von Ondras ältesten Tempeln und ihre Anhänger sind nicht unbedingt dafür bekannt, Aufzeichnungen lange aufzubewahren. Du bist nicht gerade passend gekleidet für das Wetter. Nun ja, Xamittel ist so flach wie ein Pfannkuchen. Als die Gabenbringer mir gesagt haben, dass Stalwart in den Bergen liegt, dachte ich also, sie würden übertreiben. Sie zuckt mit den Schultern. Außerdem hasse ich Packen. Aha. Ich plaudere immer gerne. Sag mir, warum bist du wirklich Gabenbringerin geworden? Als ich im Land der Lebenden war, haben mir ein paar Missionare von dem Orden erzählt. Ich hatte Ondras Doktrin zwar schon einmal gehört, aber so wie sie über den Frieden des Vergessens sprachen, darüber das Alte mit der Flut wegzuspülen, das klang gut und das Werk eines Glaubensbringers, auf Wanderschaft zu gehen und den Leuten zu helfen, ihre Lasten loszuwerden, das klang auch gut. Ich hoffe immer, ich würde irgendwann auch meinen Weg finden, meine eigene Last loszuwerden. Erzähl mal was über dich. Wo soll ich anfangen? Ich habe fast 10 Jahre als Söldnerin in Alt-Vailia verbracht. Dort gab es immer genug Arbeit. Sie neigt den Kopf nach oben und beginnt an ihren Fingern abzuzählen. Danach habe ich mit Piraten im Archipel gekämpft oder für sie, je nachdem wer bezahlt hat. Dann war ich eine Weile im ewigen Weiß, dann bin ich durch das Land der Lebenden gewandert und schließlich habe ich mich in Xamittel den Gabenbringern angeschlossen. Und hier bin ich, sie grinst. Eigentlich wollte ich wissen, woher du ursprünglich kommst. Vor deinen Abenteuern. Und da gibt es nicht viel zu erzählen, sie winkt ab und blickt schnell weg. Ich bin in Rauetei aufgewachsen, ich bin fort, als ich noch recht jung war und fahre seitdem nie wieder dort. Warum nicht? Ach weißt du, ich habe fast 20 Jahre dort zugebracht, ein Tapetenwechsel ist doch etwas Gutes, oder nicht? Sie lächelt unbekümmert, aber es wirkt arg erzwungen. Ah. Also sie ist aus Rautai wie Kanna. Besser in die Zukunft sehen als in die Vergangenheit, das sage ich immer. Warum bist du so viel gereist? Ich bin wohl einfach nicht dafür gemacht, länger an einem Ort zu bleiben. Und du hast das Leben als Soldat den Piraten und Abenteurerin aufgegeben, um dich Ondras Gabenbringern anzuschließen? Sie lacht. Abenteuer erlebe ich noch genug, nur unter anderen Umständen. Ich habe Fragen zu einigen der Länder, die du bereist hast. Ich bin immer an Kriegsgeschichten interessiert. Wie war es in Alt-Vailia? Großartig. Jeden Tag im Scharmützel und jeden Abend ein Festmahl auf der Festung irgendeines Comtes oder Marcessos. Das waren gute, sorgenfreie Tage. Erzähl mir was über das Todesfeuer-Archipel. In einem Wort, gefährlich. Es gibt Piraten und Seemonster und von den Kaufleuten will ich gar nicht erst anfangen. Die sind das Gefährlichste, die Kaufleute. Ich war dort zwar recht erfolgreich, aber irgendwann war ich es satt, den Überblick behalten zu müssen, wer mir ein Messer in den Rücken rammen wollte. Wie war dein Aufenthalt im ewigen Weiß? Kurz, dort ist es so kalt, dass man nur eins tun kann, schnell weiterziehen. Das Land der Lebenden interessiert mich. Sie lacht, das geht wohl jedem so. Selbst nach 10 Jahren dort habe ich das Gefühl, nur einen winzigen Teil gesehen zu haben. Man kann den Tag in einer Wüste anfangen und am Abend im Urwald schlafen gehen. Klingt irgendwie ein bisschen nach, der neuen Welt, also nach Amerika. Also so, um eine Relation zur echten Welt zu haben. Weil das ewige Weiß klingt irgendwie wie Grönland und der Nordpol. Wir sind ja eher im gemäßigten mitteleuropäischen Klima, während das Todesfeuer-Archipel eher die Karibik ist. So grob ausgedrückt. Man kann den Tag in einer Wüste anfangen und am Abend im Urwald schlafen gehen. Es ist einfach alles ein wenig wilder, sowohl die Leute als auch die Kreaturen. In gewisser Weise vermisse ich es aber, man wacht jeden Tag in dem Wissen auf, dass es der letzte sein könnte. Für mich ist es länger gut gegangen, als man hoffen darf.
Mehr wollte ich nicht wissen. Hast du noch was auf dem Herzen? Das ist im Augenblick alles. I'd be glad to. Quest? Gefolgsmannszahltag, ach so. Ja, geht, haben wir ja noch genug. Und wir haben noch immer Kestorik, den Vitrak. Aber ja, an ihre Quest hat sich da jetzt was getan. Manea hat zugegeben, dass sie die Abtei sucht, um ihre eigenen schmerzlichen Erinnerungen loszuwerden. In der Abtei befindet sich kein Brunnen, in dem die Gläubigen sich von ihrer Vergangenheit reinwaschen können. Mhm. Gut, dann gehen wir jetzt mal erstmal zu den Fällen. Ein paar Lagufev und Fanatiker töten. Und dann sehen wir weiter. Da werde ich wahrscheinlich in die andere Richtung gehen, wo der Wolf lauert. Hier geht's zu den Fällen. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich diese Gruppe hier zusammenraufen wird. Es ist lustig, Zahua hat mehr Lebenspunkte als ich. Wahrscheinlich hat er eine viel höhere Verfassung, kann das sein. Ja, er hat eine von 19, ich nur von 17. Es ist irgendwie schade, dass sich Attribute mit der Zeit nicht steigern. Du brauchst 6 Stunden für deine Reise von Stolwart nach Langsicht. Fälle, ja. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Brutaler Krieger ist angekommen und sucht nach Arbeit. Beinahe wurde auf der Straße vom Räuber überfallen. Doch deine Patrouillen konnten einschreiten. Ich könnte ihn anwerben. Dazu müsste ich irgendeinen entlassen. Der würde aber 50 pro Tag kosten. Würde aber Prestige und Sicherheit doch steigern. Wer wäre denn... Also den Schmelztiegelritter, den will ich definitiv nicht feuern. Eigentlich den Rautairinienbrecher kann ich entlassen und den dafür anwerben. Immer besser, wenn mein Prestige etwas höher ist als meine Sicherheit. So, und jetzt sind wir hier und das sieht relativ groß aus. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Aber ja, allgemein erinnert mich ja hier, dass die Schneelandschaft und alles ein bisschen an Icewind Dale. Bittergeist. Zweihändiger Kampfstab. Oh, Feinde gesichtet. Geister, die Fernkampf können, das ist neu. Fear no one!
Stand together! That's it! Certainly. Achso, kann ich. Wir sind noch im Gefecht. Okay. Dieser Turm sieht aus, als wäre er aus dem Stein der Klippe geschlagen worden. Der Eingang ist eingestürzt und von Eis versiegelt. Du nimmst aber an, dass der Turm ein beeindruckendes Panorama über das Tal darunter bietet.